Die Kollegin Uli Schaus, Bündnis 90 Grüne. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich frage da auch noch mal nach, insbesondere noch mal auch mit dem Blick auf die Unterfinanzierung der Frauenhäuser, wie wir das ja jetzt seit Jahrzehnten diskutieren. Gibt es immer wieder auch das, was Sie gerade sagen, die Auseinandersetzung, was kann der Bund mehr tun als das Investitionsprogramm, was Sie ja erwähnt haben? Das ist ja gut, das sind investive Mittel. Aber es stärkt natürlich weder die Personalstrukturen noch die Möglichkeiten, Frauenhäuser in dem Maße auszubauen, wie sie notwendig sind. Es fehlen ja auch, laut Istanbul-Konvention, fehlen ja auch Plätze. Deswegen noch mal die Frage. Sie haben über den Rechtsanspruch gesprochen. Wir als Bündnis 90 Die Grünen haben konkret im vorletzten Jahr einen Vorschlag vorgelegt mit einem Rechtsanspruch auf den Schutz vor Gewalt. Wo bleibt Ihr Vorschlag dazu, als Bund konkret Vorschläge zu machen und nicht nur auf die Länder zu warten? Ja, wir warten hier überhaupt nicht. Wir machen zum allerersten Mal in dieser Legislatur einen regelmäßigen Fachaustausch mit den Ländern dazu, mit den großen runden Tischen, die dann mehrmals stattfinden. Wie gesagt, wir haben diesen Fokus dieses Fachaustausches am runden Tisch zunächst einmal darauf gelegt, dieses Bundesinvestitionsprogramm gut auf die Beine zu bringen. Das ist jetzt erfolgt. Mit allen Ländern sind Vereinbarungen geschlossen. Sie haben sich alle ein Handlungskonzept vorgenommen, wo sie investieren wollen, wo die weißen Flecken sind. Dort passiert jetzt Investitionen. Und der nächste Schritt ist der rechtliche Rahmen. Aber Sie wissen es auch, es gibt große Unterschiede. Und es gibt auch Frauenhäuser, die sagen, wir sind eigentlich nicht so für den Rechtsanspruch. Wir würden lieber gerne eine pauschale Finanzierung haben. Andere sind dafür. Ich wäre dafür. Aber es ist ein Diskussions- und Findungsprozess. Da sind wir dabei. Der nächste runde Tisch wird im Frühling stattfinden. Und das ist etwas, wo wir alle gemeinsam auch noch politisch für arbeiten müssen, weil eben in den Ländern dort die Auffassung sehr unterschiedlich ist. Wir machen das von Seiten des Frauenministeriums und wir haben erstmals in einem großen Rahmen wie noch nie auch finanzielle Mittel, um die Länder dabei zu unterstützen. Jetzt ist es wichtig, dass die auch adäquat umgesetzt werden. Frau Schaus, okay? Gut. Nee, ich habe noch eine Nachfrage. Bitte schön. Ich meine, mich erinnern zu können, Frau Ministerin, dass Sie vor anderthalb Jahren auch im Rahmen der Debatte um den 25. November herum schon den Rechtsanspruch angekündigt haben, in Angriff zu nehmen. Und der Rechtsanspruch von Seiten des Bundes würde ja auch ermöglichen, und das ist das, den Vorschlag, den wir ja vorlegen, dass der Bund auch mit in eine Finanzierung eintreten kann und eben nicht die Länder alleine dafür finanziell zuständig bleiben. Diese Diskussion ist nicht angestoßen worden bisher von Ihrer Seite. Ich glaube, dass es ein Thema des runden Tisches sein muss, wie die bessere Finanzierung auch von Bundesseite aussehen kann. Deswegen noch mal die Nachfrage. Haben Sie vor, mit dem Rechtsanspruch in dieser Wahlperiode noch konkreter zu werden? Frau Schaus, Sie irren, wenn Sie behaupten, dass das nicht angesprochen wurde. Natürlich ist das angesprochen worden. Wir können Ihnen gerne auch die Protokolle des Runden Tisches zukommen lassen. Wir haben darüber diskutiert. Es gab aber unterschiedliche Auffassungen zu dieser Frage, die sich natürlich an Finanzierungsfragen auch ranken. Wir haben in diesem Sinne ganz klar gesagt, das, was der Bund jetzt tut, bis 2024, jedes Jahr 30 Millionen plus die Investitionsmittel von 5 Millionen. Das ist eine Vorlage, mit der wir auch den Ländern wirklich die Möglichkeit geben, über weitere Schritte auch nachzudenken, auch gemeinsam mit uns. Und das ist Thema des nächsten runden Tisches, über rechtliche Rahmenbedingungen zu sprechen, über Schritte, wie man einen Rechtsanspruch vorbereiten kann. Wir sind im intensiven Austausch dazu, aber Sie wissen auch, wenn es unterschiedliche Positionen gibt, dann dauern Einigungen eben auch öfter länger. Das, was wir tun können mit unserer Initiative Stärker als Gewalt, mit den Aktionen, die wir jetzt auch in der Pandemie gemacht haben, mit den verschiedenen Partnerschaften, die wir eingegangen sind, um Gewalt vorzubeugen, um das Hilfetelefon zu stärken, um die Infrastruktur, die es für Hilfe gibt, zu stützen. Das machen wir und wir sind an diesem Thema auch dran von Anfang an. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Behauptung, dass wir das nicht thematisieren, die ist einfach so nicht richtig.